Hallo Leute! Ja, ihr wisst ja, ist wieder Lockdown und ja, was willst du da machen? Hier, Tim und Micha sind schon am Kartenspielen. Aber damit das Ganze nicht so langweilig wird, haben wir uns da mal ein kleines Spielchen überlegt. Ja, wir haben hier zu unseren Kartenspielern, haben wir hier noch einen Revolver liegen. Der sieht so aus hier, schön mit Hülsen. Ja, wir wissen aber eigentlich gar nicht, wie viel Joule der hat. Wir testen das mal. Lass mal kurz eine Krone geben, Tim. So, ballern wir mal durch. Zip. Okay, war jetzt bei 1,0 mit 0,20er. 1,1. 1,1. Gut, also 1,1 Joule haben wir hier drauf. Und ja, das wird jetzt gleich unser Testobjekt werden. Das Ganze wird so auslaufen, wir spielen eine kleine Runde Knack. Der Gewinner kriegt den Revolver, kann ihn einmal drehen in der Mitte. Auf den der Revolver zeigt, der darf ihn greifen und auf die anderen schießen, während die weglaufen dürfen. Oder halt auch nicht, je nachdem, was sie Bock haben. Ja, wenn ihr in einer Zwischenstellung steht, also zwischen zwei Leuten, dann müssen die beide Schere, Stein, Papier machen. Aber wichtig, es geht nur Schere, Stein, Papier, keine Extrazeichen, um das Ganze auszutragen. Nach dem Gewinner, also quasi wenn die Schere, Stein, Papier gemacht haben, der Gewinner steht fest, können die anderen sofort weglaufen und der Gewinner darf sofort den Revolver greifen und auf die anderen schießen. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Ich würde sagen, los geht's. Ja, siehst du? 28. 27. 21. Ja, nee. Also darf ich drehen. Wie warst du? 28. Ja, ja. Du darfst drehen. Komm mal hin. Gut. Okay, alle bereit? Nee. Warte, warte. Scheiße, jetzt bin ich voll durch die Schusslinie gelaufen.